Domine Crucifixus, de inde inferni triumphator tui. Bedardus? Recede ergo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Galocum, Dardus! Beruhigt euch, Bruder Spiridon. Nun, Bruder Kyrill, was haltet ihr davon? Ich frage mich zunächst, wie ein Fremder nachts ins Kloster kommt. Und wie hat er es wieder verlassen? Niemand kann das, ohne die Hunde zu wecken. Es war ein Mann in einem violetten Mantel. Er stand vor mir, zum Greifen nah, ganz deutlich. Aber niemand außer Bruder Spiridon hat ihn gesehen. Und niemand außer uns hat Glocken gehört. Ihr habt die Glocken auch gehört? Ja, ja. Mit Albträumen pflegt der Himmel an weltliche Sünden zu erinnern. Die Fratres haben ein wenig zu üppig gelebt in der letzten Zeit. Der Prior mit inbegriffen. Aber wenn wir alle nur geträumt haben, ehrwürdiger Herr, warum liegt Medardus seinem Fieber? Mit Schweißausbrüchen und Schaum vor dem Mund. Habt ihr den Arzt geholt? Medardus ist nicht krank. Was denn? Es ist so etwas Sonderbares um ihn. Die Augen wie tot. Wie todlebendig. Versteht ihr mich? Es fällt mir schwer. Genauso todlebendig wie vor der Flasche. Ich weiß, ihr seid sehr aufgeregt, Bruder Spiridon. Aber wollt ihr nicht endlich sagen, wovon ihr redet? Von der Reliquienkammer. Seit Medardus die Schlüssel verwahrt, ist er Nacht für Nacht in die Kammer hinabgestiegen. Medardus? Bruder Spiridon, warum schlaft ihr nicht? Ich kann nicht schlafen. Und du? Was treibt dich um die Zeit in die Reliquienkammer? Ich habe nachgedacht über die Heiligtümer, die hier versammelt sind. Vom Kreuz des Erlösers gibt es so viel Späne, dass man ein Kloster 100 Jahre damit heizen kann, behaupten Frevler. Und das hier, ist das echt? Die Echtheit ist nicht das, worauf es ankommt. Ihr gebt es also zu, dass viele... Auch eine falsche Reliquie verknüpft das Sinnliche mit dem Übersinnlichen. Weil ihr Anblick allein den Geist des Heiligen erweckt und damit Stärke und Kraft im Glauben spendet. Als ihr mir die Reliquienkammer übergeben habt, da seid ihr einer Frage ausgewichen. Ich hab dir alles erklärt. Und diese Flasche hier? Ist eine Flasche uralten Syrakusas. Mehr nicht? Wir haben Grund zu der Annahme, dass sie aus dem Nachlass des Heiligen Antonius stammt. Ich habe in den Dokumenten nachgelesen. Es gibt keine Dokumente. Nur Legenden. Legenden, schön. Aber wenn das wirklich eine von den Flaschen ist, mit denen der Teufel den heiligen Antonius verführt hat... Verführen sollte. Warum, so frage ich mich, dann hat dieser kluge Heilige die Flasche aufbewahrt. Warum hat er sie nicht vernichtet? Um sie der Nachwelt zu vermachen, ein Teufelselixier? Die Legende weiß keine Antwort darauf. Aber ich. Entweder es ist wirklich nur harmloser Syrakuser oder... Oder was? Wie alt seid ihr? Ich weiß, dass ich ein alter Mann bin. Als ich hierher kam, war ich 21. Und ich war wie betrunken, als mir der Prior sagte, in diesen Mauern wirst du lernen, in die Dinge hineinzusehen und hinter die Dinge. Du wirst nicht mehr ertrinken in deinem eigenen Spiegelbild. Du wirst lernen, durch dich hindurchzuschauen. Und deines Tages wird es dir gelingen, in deinen eigenen Schatten zu treten. Das klingt, nicht wahr? Und ihr? Ihr seid jetzt 73. Ein Menschenleben vollgestopft mit Demut, Gehorsam, Frömmigkeit, Entsagung. Mit einem immer noch aufgeregt schlagenden Herzen. Aber mit einem totgebeteten Gehirn. Ich liebe euch, Bruder Spiridon. Aber ich müsste mich jetzt schon hassen, wenn ich eines Tages genauso werden würde wie ihr.
Du solltest mit dem Prior reden. Ich werde ihn fragen, ob er vielleicht Bescheid weiß. Er weiß mehr als wir alle. Ob es wirklich nur alter Syrakuser ist. Oder vielleicht doch ein Teufelstropfen, der den Antonius zu dem gemacht hat, als was wir ihn verehren. Zu einem Heiligen. Antonius hätte dem Widersacher niemals nachgegeben. Sonst wäre er kein Heiliger. Oder doch, Bruder Spyridon. Dem Teufel auszuweichen ist eine Sache. Den Teufel besiegen, die andere. Und den Teufel versuchen ist Wahnsinn. Habt ihr so wenig Gottvertrauen, Bruder Spyridon? Ich will ihn sprechen. Kann man erfahren, ob er bei Bewusstsein ist? Ich werde nachsehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Bruder Spyridon zu Fantasien neigt. Bei aller Hochachtung vor seiner Frömmigkeit, aber es ist nicht das erste Mal, dass sein Gehirn ihm einen Streich spielt. Gehirne haben das so an sich, Bruder Kyrill. Trinkt einen Schluck. Ihr habt die Glocken doch auch gehört, oder nicht? Wie geht es ihm? Er ist noch ziemlich schwach. Dann gehen wir zu ihm. Gelobt sei Jesus Christus. Spart deine Kräfte. Bleib liegen. Sei ganz ruhig. Hast du Schmerzen? Nein, ehrwürdiger. Fällt dir das Reden schwer? Nicht sehr. Du, der Spyridon meint, dich heute Nacht in der Kapelle gesehen zu haben. Kann es sein, dass Bruder Spyridon sich getäuscht hat? Er hat sich nicht getäuscht. Was hast du dort gesucht? Ich wollte erproben, ob ich den Geist und die Kraft habe. Wozu? Zu predigen. Zu predigen? Sieh an. Ich habe euch lange zugeschaut, Ehrwürdiger. Ich habe die Gesichter der Menschen gesehen, die aus euren Worten Glauben, Zuversicht und Hoffnung schöpfen. Und ich habe die Sünder gesehen, die getroffen und beschämt waren durch die Gewalt eurer Worte. Verzeiht mir. Aber ich will es euch nachtun. Medardus, das ist Vermessenheit. Es ist weniger vermessen als schmeichelhaft. Ich will ihn nicht dafür tadeln. Gib mir die Schlüssel zur Reliquienkammer. Sie sind im Schreibpult. Unter den Skulpturen. Bruder Kyrill wird sie in Verwahrung nehmen, solange du das Krankenlager hütest. Der Herr wird dir beistehen bei deiner Genesung. Sobald du gesund bist, reden wir weiter. Der Herr sei gelobt. In Ewigkeit. Einem liebevollen, einfühlsamen Messer.
Denn wer von euch wollte etwa bestreiten, dass wir es hier mit den wichtigsten Requisiten der Menschheit zu tun haben? Was Sie hier sehen, sind Wunderwaffen, Geburtswerkzeuge, die den neuen Menschen schaffen. Ah, mein Herr, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Entschluss. Sie haben gut gewählt, mein Herr. Nehmen Sie doch bitte Platz. Nun gut, Balbier. Bring mich in Ordnung. In Ordnung bringen, ein kaltes Wort, mein Herr. Wie kann man nur von platter Ordnung reden, wo hohe Kunst im Spiele ist? Als dann, wir wollen zunächst Ihr Haupt betrachten. Ihr Mienen- und Gebärdenspiel, den Ansatz Ihres Bartes. Dann werde ich Ihnen sagen, ob Sie zum antiken, romantischen, heroischen, großen, erhabenen, naiven, spöttischen oder zum humoristischen hinneigen. Du sollst mir den Bart stutzen. Das ist alles. Oh, wie profan. Sagt selber, Leute. Ist nicht das Angesicht das Wichtigste am Menschen? Und was umrahmt ein Angesicht? Der Bart? Das Haupthaar. Hören Sie nur, wie meine Schere zwitschert. Sie jubelt. Sie singt schon das Lied ihrer Locken. Und nun lassen Sie uns überlegen, wie so ein Gesicht zu vollenden sei. Mit Puder und Feinpass, mit Kamm und Pomade und nicht zuletzt durch die Kunst Peter Schönfeld, der sich zuweilen auf Pietro Belcampo. Was ist passiert? Die Messe. Messe? Sobald sie anfängt, können wir alle einpacken. Ach, du gütiger Gott. Wie kannst du nur zulassen, dass uns deine Helfershelfer das schöne Geschäft vermasseln sind? Ein junger Mönch macht die Leute verrückt. Medardus. Könnt ihr mir sagen, wie ich zur Kirche komme, wo der große Medardus predigt? Der große Medardus. Fahren Sie hinter den Leuten her. Immer nur hinter diesen frisurlosen, kulturlosen, verblödeten Leuten her. Ihr seht, ihr seid unter uns, aber ihr irrt euch, wenn ihr glaubt, dass er immer noch hinkt und Ziegenhörner trägt, dass er euch entgegentritt mit all diesen albernen Hinterlistchen. Er ist immer dort, wo ihr ihn nicht vermutet. Und vielleicht war es ganz weit, was er mit dem ihr euch heute bespritzt hat. Vielleicht war es Teufelszeug. Ihr sinnt fromme Lieder und merkt gar nicht, dass der Teufel aus euch heraustönt. Ihr betet zu Gott und wisst gar nicht, dass ihr dem Satan huldigt. Ihr meint den Schlaf der Gerechten zu schlafen und steigt in Wahrheit in Nacht. In die Verliese eures verwüsteten Bewusstseins. Ihr glaubt, die Hand des Verlobten zu halten und haltet den Belzebub. Ihr denkt, der Bruder sitzt neben euch, aber es ist nicht der Bruder, es ist der Widersacher. Ja! Oh, da sitzt er da! Seht ihn euch an! Abhade, Satanas! War ich nicht gut? Unser Kloster fängt an, berühmt zu werden. Die Leute strömen aus allen Himmelsrichtungen. Habt ihr gelesen, was in der Zeitung stand? Ich habe dich beobachtet. Deine Worte kommen nicht mehr aus einem andächtigen Gemüt. Du trachtest nach Beifall. Du suchst die wertlose Bewunderung einer weltlich gesinnten Menge. Und manchmal wirkst du wie ein eitler Schauspieler. Aber hat nicht auch unser Prior seine Gebärden einstudiert? Hat er mich denn nicht gelehrt, wie man im richtigen Moment den Kopf setzt, wie man die Stimme hebt und senkt und wie man Aufmerksamkeit erringt, statt Langeweile zu erzeugen? Der Prior drückt damit seine innersten Gefühle aus. Du aber betrügst die Menge. Können Tausende irren, Bruder Kyrill? Oder verbirgt sich hinter eurer Kritik lediglich die Eifersucht des Priors? Du willst mich nicht verstehen. Doch. Aber es wird Zeit, dass ich mich meinen Sündern widme. Gelobt sei Jesus Christus. Ich werde für dich beten. Mein Vater.
versündigt. In Gedanken und in Träumen. Ich will beichten. Ich liebe einen Mann. Aber ich weiß, dass ich diese Liebe bekämpfen muss, weil sie sündig ist. Ist er verheiratet? Er ist geistlicher. Hast du ihn dann? Er weiß nichts davon. Dann musst du alles tun, um ihn zu vergessen. Das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Tags, wenn ich meine Pflichten ablenken, ist ja nicht so schlimm, aber nachts, wenn ich wach liege, dann höre ich seine Stimme. Ich halte mir die Ohren zu, aber ich höre seine Stimme. Und dann spüre ich seine Hände. Es genügt, die Sünde zu nennen. Es ist gottlos, sie auszuschmücken. Wie kannst du mich aussprechen, wenn da ist die halbe Wahrheit, Kind? Sprich weiter. Deine Stimme sind deine Hände. Wer bist du? Sag mir, wer du bist. Gib mir die Absolution. Nicht bevor du mir sagst, wer du bist. Warte! Lossprechen, wenn du erst die halbe Wahrheit kennst. Der ehrwürdige Vater verlangt nach euch. Du wärst von selbst zu mir gekommen. Setz dich. Ich hatte keinen Grund, um ein Gespräch zu bitten. Trink einen Schluck. Es spricht sich leichter. Dein Wohl, Medardus. Du weißt, wie viel mir daran liegt, den Frieden und die Heiterkeit des Klosters zu bewahren. Frieden bedeutet mir viel, aber wenig für den, der noch nie das Gegenteil davon erlebt hat. Ihr sprecht in Rätseln, ehrwürdiger Herr. Ich schaue tief in deine Seele. Du willst den Frieden nicht. Du willst ins Freie. Ich weiß nicht. Hör mir zu. Es trifft sich gut, dass eine Angelegenheit des Klosters die Sendung eines Bruders nach Rom erfordert. Du bist jung, rüstig, sprich. Ich wollte mir nicht Gelegenheit zu einer Antwort geben. Geh jetzt zurück in deine Zelle. Heute Abend, nach dem Vespergottesdienst, wirst du erfahren, was zu tun ist. Es war nicht der Prior. Es war eure Idee, mich nach Rom zu schicken. Ja, Medardus. Es war meine Idee. Ihr seid mir zuvor gekommen. Ich hatte vor, zu fliehen. Ich weiß.
Woher? Muss ich darauf antworten? Dann war die Reise nach Rom also nur ein Vorwand, um mich auf elegante Weise loszuwerden. Es war der einzige Weg, um dich nicht zu verlieren. Hast du mir gar nichts mehr zu sagen, bevor du gehst? Leb wohl, Bruder Curl. Mein Segen begleite dich. Ist das alles, was dir einfällt? Ein Spiegelfechtertrick, ein bisschen fauler Zauber und du glaubst in der Tat, ich sei beeindruckt. Bleib mir vom Leib. Was nennst du Leib, du lächerliches Hirngespinst? Komm näher. Nimm die Laffe, bleib mir vom Leib, Mönch. Zeig dein Gesicht. Es ist kaum zu fassen. Wenn die Baronin nicht wüsste, dass sie in der Verkleidung eines Kapuziners zu ihr kommen, sie würde ihren Geliebten nicht wiedererkennen. Hey, Ruhe! Sogar das Pferd hält sie für einen Kapuziner. Sie haben ihren Dolch verloren. Danke. Die Gräfin lässt bestellen, das Mahl sei angerichtet. Sie schickt Ihnen diesen Brief. Mit 1000 heißen Küssen, selbstverständlich. Oh Mann, ich habe noch nie ein solches Weib erlebt. Die hat es in den Hüften und im Kopf. Verzeihung, im Brief steht alles, worauf Sie achten müssen. Sie finden mich im Dorf.
Wie abgemacht, im goldenen Lamm. Du kommst nicht mit? Ein Kapuziner mit dem Burschen eines Grafen? Wie sieht das aus? Ja, du hast recht. Leb wohl. Moment, wo wollen Sie hin? Zum Schloss. Da geht's zum Schloss. Ach ja. Und Weidmanns Heil, Graf Viktorin. Hast du gemerkt? Dein Herr ist blind. Vor lauter Geilheit. In einer unruhigen Zeit ist die Familie der sicherste Hort. Vertrauen, Offenheit. Du verstehst mich. Ich habe in deinem Zimmer ein Buch gefunden, Schopenhauer. Was ist das für ein Schreiber? Na schön, du schweigst dich aus. Das geht nun schon seit Wochen. Was willst du damit kundtun? Trotz, Verachtung, Tadel? Ich weiß, wie sehr du deine Mutter geliebt hast. Aber ist das ein Grund, sich gegen den Vater zu stellen, nur weil er eine neue Ehe eingegangen ist? Euphemie macht sich genau solche Sorgen wie ich. Sie kam auf die Idee, den berühmten Prediger Medardus herzubitten. Seine Worte, sagt man, sollen Wunder wirken. Vielleicht gelingt es ihm, dein Herz zu öffnen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich müsste mich sehr irren, wenn Sie nicht der berühmte Pater Medardus wären. Ich bin Medardus. Die Frau Baronin wartet schon. Ich sage auch sofort dem Herrn Baron Bescheid, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Der ehrwürdige Pater Medardus, Frau Baronin. Danke, Reinhold. Der Baron wird gleich hier sein. Er klopft, bevor er eintritt. Ja, bitte. Willkommen in meinem Haus, ehrwürdiger Pater. Gott segne Ihre Gastlichkeit. Der junge Graf, mein Sohn, mein einziger. Willst du nicht näher kommen, Hermogen? Gelobt sei Jesus Christus. Pater Medardus. Ja, man spricht viel von Ihnen. Ein Mann, der mit der Zunge Seelen fängt, wie Frösche Fliegen fangen. Du willst mir also in die Brust schauen. Willst wissen, was in meiner Seele vor sich geht. Ego te absolvo. Bist du denn rein genug? Bist du so rein wie Gott? So rein wie... Hermogen! Lassen Sie! Ich spüre Frömmigkeit in seinen Worten. Auch wenn sie bitter klingen. Respekt ist leider seine schwache Seite. Respekt? Wer ist Medardus? Ist er Gott gesandt? Ist er ein Heiliger? Muss ich niederknien? Ihm seine Füße küssen? Ich bitte um Vergebung, ehrwürdiger Herr. Sie sehen, es war schon höchste Zeit, nach geistlicher Hilfe zu rufen. Sie hat ihn rufen lassen. Und du warst einverstanden. Wie gewöhnlich. Unser Gast wird müde sein von der Reise. Ich werde ihm sein Zimmer zeigen. Wenn Sie mir folgen wollen. Wie konntest du? Du wolltest, dass ich wieder rede. Ich hab's getan. Medardus, wenn du das bist, was du scheinst, und das nicht scheinst, was du bist, was bist du dann? Mit wem redest du?
Was hast du, Viktorin? Wo ist dein Feuer? Ist es erloschen unter dieser Kutte? Begreift nicht mehr. Hast du gehört? Ja, er begreift nicht mehr. Wenn uns Gefahr droht, dann von Hermogen. Hast du bemerkt, wie er mir auflauert? Du musst ihn dazu bringen, dass er beichtet. Wie stellst du dir das vor? Nun, er wird dir sagen, was er vorhat. Er wird dir anvertrauen, wie sehr er seinen Vater hasst und dass er Pläne schmiedet. Das wird den Baron erschüttern. Du meinst, ein Priester soll das Beichtgeheimnis brechen? Bist du denn ein Priester? Auf uns beide, Viktorin. Das Leben wird uns die herrlichsten Genüsse spenden. Und du wirst herrschen mit mir über eine läppische Puppenwelt. Niemand in dieser Welt kann auf die Dauer mit seinen Gedanken allein sein. Glaub mir, es ist sündhaft, wenn der Mensch im inneren Gram sich verzehrt. Wenn er den Trost und die Hilfe der Kirche verschmäht. Selbst der Verbrecher zweifelt nicht an der Gnade des Himmels. Warum schüttest du nicht dein Herz aus vor Gott? Warum ist dir so wenig an Absolution gelegen? Absolution? Absolution? Hast du gehört? Dieser Mensch, der redet von Absolution. Er zittert um mein Seelenheil. Nun fang doch schon an, Bruder Beichtiger. Sprich mich los. Aber erst musst du mich einfangen. Na los! Fang mich doch! Komm, probier's doch! Los! Bevor du mich losbrichst, musst du mich haben! Wirf deine Angel aus! Absolution! Absolution. Garde. Was heißt Garde? Die Dame. Wo ist Pater Medardo? Er wird gleich hier sein. Ein kleines Missgeschick hat ihn ereilt. Ist es der Spott, der dich so lustig macht? Die Schadenfreude. Ich weiß jetzt, wie man Kummer heilt. Durch Schadenfreude. Ach, Schwesterlein, welch ein Anblick. Wann bist du zurückgekommen? Vor einer Stunde. Wie war die Reise? Beschwerlich? Du musst mir dann bei Tisch davon erzählen. Ich habe entsetzlichen Hunger. Können wir nicht hinübergehen? Wir werden warten, bis unser Gast kommt. Das dürfte etwas dauern. Lass dich umarmen, mein Kind. Verzeiht, ich wurde aufgehalten. Sie kennen Aurelie noch nicht, meine... Sie scheinen auf ganz besondere Weise bewegt zu sein. Ihr Gesicht hat Ähnlichkeit mit einer Heiligen. Santa Rosalia. Schutzpatronin meines Klosters. Lasst uns hinübergehen. Gesegnete Mahlzeit. Es ist ein Glücksfall, wie sich alles fügt. Auch Aurelie ist, wenn man das so sagen darf, genau wie Hermogen von Religion durchdrungen. Und da sie nun mal hier sind, Pater Medardus, ich dachte mir, was denkst du, Euphemie? Wäre es nicht angebracht, wenn auch Aurelie, ich meine, ein guter Lehrer hat noch niemandem geschadet? Wenn es ihr Wunsch ist. Und
der Ihrige und auch der Wunsch der gnädigen Baronin. Oh, sie hat sicher nichts dagegen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich meines aufgeregten Gemüts, meines unruhigen Geistes. Herr, erbarme dich meines aufgeregten Gemüts, meines unruhigen Geistes. Wir beugen das Haupt, Herr. Aber wir zeigen unser Angesicht. Wir beugen das Haupt, Herr, aber wir zeigen unser Angesicht. Denn ich will dir gehören. Mit meiner ganzen Sehnsucht. Mit meiner ganzen Verworfenheit. Denn ich will dir gehören, mit meiner ganzen... Wie hast du mich gefunden? Es tut mir leid, wenn ich Sie stören muss. Einer von unseren Landarbeitern liegt im Sterben. Er bittet um den Beistand eines Priesters. Ein leidlich schönes Mädchen, aber maßlos dumm. Gott, nicht eifersüchtig. Was wirst du mir dann vor? Dass du die Zeit mit ihr verschwendest, ganze Nachmittage. Was ist mit Hermogen? Ich bin noch nicht so weit. Wenn er das Spiel durchschaut, ist alles aus. Wir müssen handeln. Hier geht er oft spazieren und das hier ist sein Lieblingsplatz. Du sprichst von deinem Mann. Ja. Da, schau hinunter. Von da unten kommt keiner mehr hoch. Was ist? Traust du dich nicht mehr? Es war so abgemacht. Mit wem? Mit Viktorin? Wirklich? Mit Viktorin? Bin ich Graf Viktorin? Viktorin! Hörst du? Da unten ist einer. Hey! Hey! Viktorin! Was hast du ihr versprochen? Dass du ihn töten wirst! Komm zu dir, Viktorin. Ich bin nicht Viktorin. Ich bin Medardus. Aber... Was redest du denn da? Ich bin der Mönch Medardus, ja. Medardus! Medardus! Hey! Medardus! Du bist verrückt. Noch nicht verrückt genug, um einen alten Mann zu töten. Du willst es also nicht tun? Nein. Wie dumm von dir. Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Frau Baronin? Danke, Reinhold. Sie können schlafen gehen.
wie schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben uns gestern mit den Kindern benommen. Wollen wir es vergessen? Und trinken wir darauf. Auf was? Auf die Erinnerung an unsere schönsten Stunden. Und auf die Zukunft. Graf Viktorin. Auf die Zukunft. Ein bisschen trüb. Das ist das Alter. Also? Schmeckt ein bisschen schimmelig. Nach Korken. Nicht nach Korken. Lass mich bei dir versuchen. Ein sonderbarer Duft. Jetzt weiß ich's. Es ist ein Duft nach Erde. Welken Blumen. Nach offenen Gräbern. Nach erloschenen Kerzen. Was ist die Euphemie? Sag mir, wie dir zumute ist. Ach ja, du siehst die Puppen tanzen. Ich bin gewiss, dass du sie tanzen siehst. Hörst du Musik? Sag mir, ob du Musik hörst. Mörder! Du bist ein Mörder! Habt ihr Zimmer frei? Ja, mein Herr. Dann versorgt das Pferd. Was wünscht der Herr? Ein Krug Wasser und ein mit Wein. Was gibt's zu essen? Fasan, schaut doch Hammel, mal den an da drüben. Ja, komisch. Woher kommt denn der? Schau dir doch mal den komischen Vogel an da hinten.
Entschuldigung, dass ich mich einmische. Aber Ihr Kopf. Was ist damit? Wenn ich von Köpfen rede, meine ich das da. Haare. Wollen Sie mal in den Spiegel sehen? Na was, sieht so ein Offizier aus? Was wissen Sie von Offizieren? Mir könnte es Pomade seine Pomeranzenöl. Aber die Bürger wundern sich. Und Bürger, die sich wundern, denken nach. Und wenn sie nachdenken, dann werden sie gefährlich. Es war der Teufel. In der Maske eines Kapuzinermönchs verschaffte er sich Zugang zum Schloss. Er vergiftete die Baronin, schändete den Leichnam und erstach den jungen Baron, der den Inkubus überraschte. In einem Feuersturm fuhr er zurück zur Hölle. Das klingt ja schauerlich. Ihr könnt uns viel erzählen. Wenn ihr es nicht glaubt, ich habe Zeugen. Der feine Offizier gleich hinter mir. Er war mit auf dem Schloss, als es passierte. Ich möchte nicht belästigt werden von Leuten, die betrunken sind. Ich habe einen rätselhaften Fall erzählt. Nichts weiter. Und habe Sie als Zeugen angeführt. Wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, muss ich den Wirt bemühen. Es ist mir unbegreiflich, was Sie so außer Fassung bringen. Ihr alberner Versuch, sich interessant zu machen. Wenn man nicht mehr vom Teufel reden darf, wovon denn sonst? Du redest immer nur von dir. Verschwinde! Los! Verschwinde, Satan! Polizei! Moment mal, lass ihn doch am Leben! Weg hier! Sie können ganz beruhigt sein, er ist weg. Er wurde angelockt durch Ihr gesträubtes Haupthaar. Sie haben ihn gewissermaßen angesaugt. Wovon zum Teufel reden Sie? Vom selbigen. Und Ahasver, Gott sei bei uns, Mephisto, Bertrand Le Bon, von Satan, Lucifer, vom Widersacher. Mein Lockeneisen hat ihn weggejagt. Sie ganz einfach so? Ich habe Ihr sprödes Haar gekrümmt. Eine Idee, Verehrtester, kann man nur durch eine Idee töten. Und da der Teufel nichts weiter als eine Idee ist, apage, Satanas! Apage, apage, Satanas! Ahasverus, allez-vous-en! Na? Wollen Sie mir nicht endlich sagen, wer Sie sind? Pietro Belcampo. Künstler. Neider, nenn mich Peter Schönfeld, Friseur. Aber jetzt passen Sie auf, weil ich Schönfeld heiße und Belcampo bin und dieser Belcampo in mir allen möglichen Laster begeht. Zweifel an der Gegenwart, auch Trunksucht und Unzucht mit hübschen, jungfräulichen Gedanken. Weil das alles so ist, bin ich mitunter ganz konfus. Und der infame Kerl in meinem Innern sagt, Schönfeld sei kein Affe und glaube, dass du bist. Denn ich bin eigentlich du. Heiße Belcampo und bin eine geniale Idee. Und wenn du das nicht glaubst, stoße ich dich nieder mit meinen spitzigen, haarscharfen Gedanken. Du bist ein Narr. Ich sagte doch, ein Künstler. Ach, der Herr Dorfrichter zu Diensten. Wie geht es ihm? Nichts Ernstes. Zwei Beulen, sieben Kratzer, ein Stuhlbein auf den Schädel. Der Schädel hat es ausgehalten. Man wirft euch Messerstecherei vor. Er war betrunken. Betrunken oder nicht? Ich möchte euren Pass sehen. Nun, was ist damit? Ich bitte euch, wozu ein Pass? Er ist ein Reisender von edler Herkunft. Du hältst dich raus. Er hat recht, ich reise inkognito. Aus Liebe zu einem Mädchen niederen Standes. Ich hoffe, Sie verstehen das. Einen Pass habe ich zwar nicht bei mir, dafür aber genügend Beweise. Für die Wahrheit meiner Worte. Eure Beweise sind einleuchtend, aber nehmt es mir nicht übel, vornehmer Herr. Wenn ihr wollt, dass ich das Ungerade für gerade nehmen soll, so müssen eure Beweise auch so beschaffen sein.
Nun sehe ich, dass ihr ein wahrhaft nobler Mensch seid. Ich muss bedauern, dass ihr Unannehmlichkeiten hattet. Ich wünsche euch gute Reise und Vergnügen beim Inkognito. Hört, es hat sich herausgestellt, dass es sich um einen Vorgänger handelt. Ich traue dem Frieden nicht. Es ist die höchste Zeit, dass wir ihr Äußeres verändern. Wie viel? So viel, dass Sie die Polizei nicht fürchten müssen. Bitte? Ich meine, was es kostet. Gar nicht. Mein Kompagnon kriegt's gratis. Was soll das heißen, Kompagnon? Medardus predigt. Schönfeld erledigt. Sie treiben mir mit der Kraft ihrer Worte die Kunden zu und ich schere sie über meinen goldenen Kamm. Wir beide werden eine Welt verändern. Es soll kein Bart mehr sein, der ohne uns heranwächst. Kein Schnurrbart, Kinnbart oder Backenbart. Es soll kein Haar mehr geben auf dem Kontinent, das sich nicht nach unserem Willen kräuselt. Sie halten das für maßlos? Keine Angst. Ich weiß, dass ich ein großer Künstler bin. Allein was nützt mir das? Kunst ist nicht Kunst, solange sie nicht Kunst genannt wird. Und Sie, Verehrtes, das sind der Mann, der Dinge so zu formulieren weiß, dass man ergriffen sagt, so ist es. Das ist Kunst. Woher weißt du, dass ich Medardus bin? Ich schnipple viel. Ich tipple viel. Ich sehe viel. Ich dachte mir, dass sie... Was halten Sie von meinem Vorschlag? Es ist alles vorbereitet. Kriminalrat, ein Friseur ist bei Ihnen. Aufmachen! Sofort aufmachen! Polizei! Moment, man darf mal fragen, was das soll. Ich bin es nicht gewohnt, du dass meine Arbeit Mund. Hier... Mein Gott, was für ein Ton. Sie sind verhaftet. Das muss ein Irrtum sein. Gerade eben habe ich dem Dorfrichter bewiesen, dass es ist erwiesen, durch Augenschein, dass Sie Ihr Aussehen verändert haben, um Ihre wahre Herkunft zu verschleiern. Sie stehen in dem Verdacht, ein Mönch zu sein, der, Gott erbarme sich, zwei Menschenleben auf dem Gewissen hat. Ein Mönch? Wirklich, ein Mönch? Oh nein, mein Herr. Ich bin ein Bischof. Ein Erzbischof. Noch mehr, ich bin der Papst. Was sagen Sie nun? Sie werden noch reichlich Gelegenheit haben, den Ernst Ihrer Lage einzusehen. Führt ihn ab. Ich sagte, wartet. Sie bleiben also dabei, dass Sie aus Quivi kommen? Ich bin in Kvitschewo geboren, das habe ich gesagt. Und Sie sind immer noch ein Edelmann. Inkognito auf Reisen. Ja, immer noch. Sie verhören mich nun schon 3 Tage lang. Was wollen Sie denn noch wissen? Ich habe Ihnen alles gesagt. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Nur eine Frage noch. Sie waren nie in Bamberg? Ich habe Bamberg nie gesehen. Schade. Dann kennen Sie auch das Kapuzinerkloster. Ich kenne kein Kapuzinerkloster. Dann werde ich Ihnen zeigen, dass Sie lügen. Ich werde Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen.
Ich werde Sie so lange auf die Folter spannen, bis Sie sich erinnern, was Sie getan haben und wer Sie sind. Kennt ihr in diesem Mann den Mönch Medardus aus dem Kapuzinerkloster in Bamberg? So wahr mir Gott helfe. Medardus? Warum sagst du nichts? Ihr seid ganz sicher. Er war Novize unter meinen Augen und empfing die Weihe. Ja. Nun, edler Reisender, was erwidert ihr auf die Behauptung dieses ehrwürdigen Geistlichen? Es stinkt zum Himmel, was sie mit mir anstellt. Ein alter, schwacher Greis behauptet, ich sei ein entlaufener Kapuziner. Bruder Medardus! Was heißt ihr Medardus? Ich bin nicht Bruder und auch nicht Medardus! Ich weiß nicht, wer ihr seid, ich kenne euch nicht. Sie wollen mich zum Wahnsinn treiben, ja? Sie foltern mein Gedächtnis mit Gespenstern, mit Ausgeburten ihrer Einbildung. So lange, bis ich müde bin und mein Gehirn nur noch den Wunsch hat, Schluss zu machen. Und plötzlich kommen sie mir sanft und freundlich. Dann lindern sie den Schmerz und ich soll dankbar sein und meine Schuld gestehen. Zu ihrem Hören ansehen. Sie haben sich getäuscht, mein Herr. Man wird Ihnen noch andere Personen entgegenstellen, die Sie unzweifelhaft für jenen Mönch erkannt haben. Bringt ihn zurück. Medardus. Los, komm. In das Verlies hier? Tja. Auf Anordnung. Das. Ich will ihn sprechen, auf der Stelle. Dann schrei nach ihm. Vielleicht hört er dich. Dann kommt er. Auf der Stelle. Schönfeld. Wer hat dich reingelassen? Der Kerkermeister. Ich habe ihm ein Toupet versprochen. Es sieht nicht gut aus. Der Kriminalrichter ist ein Idiot. Ich habe ihm gesagt, der Mann ist kein Verbrecher. Du hast ihn angelogen. Natürlich.
Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe ihm die Wahrheit ins Gesicht gepustet. Herr Kriminalrichter, Sie wissen nichts von einer Menschenseele. Und was weißt du davon? Mehr als ein Kriminalrichter in jedem Fall. Von meinem Vater, der ein Bäcker war. Ich überraschte ihn eines Tages, als er in der Backstube stand. Da starrte er, wie gerührt von einem Donnerschlag, auf einen Haufen Teig. Und als er mich entdeckte, sagte er, ich weiß jetzt, wie der liebe Gott die Seelen macht. Wie Butterkringe. Erst macht er das Loch, dann legt er den Teig drumherum. Ein Loch mit Teig drumherum. Es wird kalt werden. Ich habe dir eine Decke mitgebracht. Dort wollen wir dann miteinander ringen. Und wer den anderen hinabstößt, ist König. Und darf Blut trinken. Komm, Brüderchen, komm. In
Wir werden ihm beibringen, dass es aus diesem Verlies keine Flucht gibt. Woher hast du denn das Messer? Ist ja blutig. Na schön, spar dir die Antwort. Du bist ohnehin überführt. In 3 Tagen, da haben wir große Gala. Tausende werden dabei sein und zusehen, wie die Räder spielen. Sieht mir doch verdammt nochmal nach einer ziemlich großen Hinrichtung aus. Ja, ja. An den Rädern. Ist er denn schon verurteilt? Morgen. Und heute weiß man schon, dass er gerädert wird. Die Leute wollen, dass er langsam stirbt. Sie wissen, wie das geht? Ja, ich habe davon gehört. Er darf erst sterben, wenn die Sonne untergeht. Das heißt, man muss die Knochen ganz behutsam brechen. Ausgemittelt, dass Sie nicht der Mönch Medardus sind. Nehmt ihm die Fesseln ab. Ich bin nicht Medardus? Nein. Wir alle sind, Gott sei es geklagt, die Opfer eines rätselhaften Falles. Ein Glück, dass es noch nicht war. Sind Sie gefasst genug, mich zu begleiten? Wohin? Wenn Sie mir bitte folgen wollen, verehrte Herrschaften, aber den Gehäusen bitte nicht zu nahe treten. Auch das Harmlose kann sich herausstellen als eine Maskerade des Schrecklichen. Mag auch das Schreckliche oft genug eine Spielart des Harmlosen sein. Vorsicht in jedem Fall. Die Auswahl in dieser Etage erfolgte nach dem Prinzip der Anschaulichkeit. Gibt Ihnen doch jeder Inkumbant eine unmittelbare Anschauung von den Auswüchsen menschlicher Seele. Den Geruch, den Sie hier wahrnehmen, bitten wir zu entschuldigen. Es ist während der Besuchszeiten nicht möglich, die Gehäuse zu reinigen. Der Leitfaden, den Sie in Händen haben, beschreibt die Namen der Befallenheit in Deutsch und Lateinisch und gibt Ihnen auch Herkunft und Lebensgeschichte der hauptsächlichsten Inkumbanten, soweit dies bekannt ist. Bitte denken Sie daran, bevor Sie uns wieder verlassen, dass wir keine andere Einnahmequelle haben als den Ausfluss Ihrer Barmherzigkeit oder einen kleinen materiellen Ausgleich für Ihr humanes oder wissenschaftliches Interesse. Das Haus ist darauf angewiesen, sich aus diesen Mitteln zu erhalten. Sie kommen ausschließlich zu den Gefallenen. Was soll ich hier? Sie sollen sehen, warum ich mich geirrt habe. Sie sollen den wahren Mönch Medardus kennenlernen. Den Mann, der Sie und mich entlastet. Ein Doppelgänger. Aurelie. Was sagen Sie? Ein Doppelgänger. Nur ein Doppelgänger. Sie sehen, wie fein das Netz war, das unseren Irrtum festgehalten hat. Und Sie sind überzeugt, dass dies der Mönch Medardus ist? Er hat gestanden. Die Morde, die man mir zur Last legt?
die Brandstifter. Alles. Aber nun will ich Sie mit jener Person bekannt machen, der Sie Ihre Rettung verdanken. Sie kommt einmal in der Woche hierher, um jenen unglückseligen Geschöpfen beizustehen. Bei dieser Gelegenheit hat sie den Mörder ihres Bruders erkannt. Ein Förster hat vor 8 Tagen den Mann im Wald gefangen und hierher gebracht. Erlauben Sie? Die Baroness von Fürstenau. Er spricht im Wahn. Der Leiterwagen steht am Hintereingang. Was hast du mit dir vor? Sie ist ein Luder. Glaub mir, sie lügt dich an. Sie ist nur eine Tochter, verdammte Hure. Ich möchte in deinem Gebet sprechen. Ich komme mit Ihnen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich danke dir, dass du das gefügt hast. Weil du es so gefügt hast. Vergib mir. Ich liebe ihn immer noch. Er hat meinen Bruder getötet, aber ich liebe ihn. Ich weiß auch, dass der Mann hinter mir nicht ein Reisender aus Königsberg ist, sondern der Mönch Medardus. So.
kommt zu sich. Die Krise ist vorbei. Trinkt das. Wie nach es schmeckt. Nun, wie schmeckt das? Schmeckt wie Fleischbrühe. Es muss Fleischbrühe sein. Gut, sehr gut. Es ist ein gutes Zeichen. Wo bin ich eigentlich? Im Kloster der Barmherzigen Brüder, dicht vor Rom. Italien? Ja. Wie komme ich hierher? Das ist eine lange Geschichte. Wenn es euch wieder besser geht, werdet ihr sie erfahren. War ich krank? Ihr seid es immer noch. Was fehlt mir? Eine recht rätselhafte Krankheit. Die Medizin weiß noch nicht viel darüber. Aber das Schlimmste habt ihr überstanden. Sagt mir, Aurélie, ist das ein Mädchenname? Ist sie hier? Ihr habt im Schlaf von ihr gesprochen. Was er jetzt braucht, sind Ruhe und Besinnung. Peter Schönfeld? Pietro Belcampo in Italien, wenn ich bitten darf. Wie kommst du hierher? Wie anders als geworfen, geschleudert von dem bösen Verhängnis, das alle Genies verfolgt. Ein harmloser Mord und ich musste fliehen. Ich weiß, dass du mir das nicht zutraust. Aber bei Gott, ich habe im Zorn den linken Backenbart eines Kommerzienrates getötet und dem rechten gefährliche Wunden beigebracht. Wir sind Kollegen, sozusagen. Du alter Narr. Weil ich vernarrt in einen Kapuziner bin, dessen sublime Tollheit meinen Geist beschäftigt. Wie geht es dir? Es geht mir schon viel besser. Der Prior sagte mir, du hast mich bei ihm abgeliefert. Was blieb mir anderes übrig? Mit deinen 5 Sinnen war es nicht sonderlich bestellt, mein Lieber. Du warst völlig hinüber. Du hast dauernd davon gefaselt, dass du nach Rom musst. Na schön, denke ich, wenn du unbedingt nach Rom willst. Ich bringe ihn nach Rom. Hast du darüber nachgedacht? Worüber? Dass wir uns zusammentun? Das ist unmöglich. Alles ist möglich. Ich muss büßen. Wofür? Du weißt, was ich getan habe. Aber was hast du denn getan? Hast du es getan? Weißt du, dass du es getan hast? Woher weißt du es? Wer hat es dir eingeredet? Ich weiß, dass du Medardus bist, weil du so aussiehst wie Medardus, weil sich in allen deinen Locken dein klösterlicher Name kräuselt. Ich weiß, dass du Medardus sein kannst, aber woher weißt du es? Kann man mit dir auch einmal ernsthaft reden? Vielleicht probierst du es mal. Der Mensch hat ein Bewusstsein und was hat er davon, von dieser besonderen Geistesfunktion, die man Bewusstsein nennt? Und die nichts anderes ist als die verfluchte Tätigkeit eines verdammten Toreinnehmers, Akzise-Offizianten, Oberkontrollassistenten, der sein heilloses Konto im Oberstübchen aufgeschlagen hat und zu aller Ware, die hinaus will, sagt, hei, hei, die Ausfuhr ist verboten. Die schönsten Juwelen werden wie schnöde Saatkörner in die Erde gesteckt und was emporschießt, sind höchstens Runkelrüben, aus denen die Praxis mit 1000 Zentner schwerem Gewicht eine Viertelunze übel schmeckende Zuckers presst. Was scherst du dich um dein Bewusstsein? Sei mein Partner. Schlag ein. Es geht nicht.
musst es wissen. In einem Bart hängt etwas Ei. Und vergiss nicht, dass ich dein Freund bin. Omnissimi spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi, eradicare et effugare, ab hoc plasmate Dei. Heiliger, sagt ihr? Ja, euer Heiligkeit. Aber das ist doch Unfug. Ich habe keinen Heiligen genehmigt. Ihr kennt das Volk. Es feiert seine Feste, wie sie fallen, und es wählt seine Helden, wie es ihm gerade passt. Wie heißt der Mann? Die Leute nennen ihn Il Santo. Il Santo? Das ist stark. Ich sag es doch. Man hat euch offenbar nicht informiert. Seit Wochen schon zieht er durch die ärmsten Viertel, kasteilt sich, peinigt sich. Er wäscht den Ärmsten die Füße, sogar den Aussätzigen, küsst er die schwerenden Wunden. Und man erzählt sich auch schon, dass er Wunder tut. Die Kranken und Krüppel scharen sich um ihn. Der Pöbel huldigt ihm, wo immer er erscheint. Mitnichten. Das Ganze ist ein klug durchdachter Plan. Ich sehe nicht, was daran klug sein soll. Was will dieser Mann? Sich erniedrigen. Wozu? Um dann erhöht zu werden. Erhöht? Durch wen? Durch mich etwa? Denkt an das Volk. Es wird bald merken, dass es sich um einen Phantasten handelt. Phantast? Das wäre schön. Aber der Phantast ist ein Kapuziner. Habt ihr nicht vorige Woche erst einen Kapuziner eingekerkert, weil euer Eiswasser vergiftet war? Habt ihr nicht dadurch euren schönsten Knaben eingebüßt, nur weil er heimlich davon trank? Erinnert mich nicht daran. Sagt mir lieber, was ich tun soll. Die Dominikaner waren von jeher die treuesten Vasallen des Dreifachgekrönten. Wenn euer Heiligkeit mir freie Hand lässt, dann nehme ich mich der Sache an. Derjenige, den Sie Il Santo nennen. Ich bin kein Heiliger. Ich bin der Mönch Medardus. Ein Sterbender verlangt nach Zuspruch. Ich bin nicht würdig, einen Sterbenden zu trösten. Sagt euch der Name Pater Kyrill etwas? Ein Kapuziner. Wo ist er? Kommt mit. Medardus! Dominikaner. Hey.
Sag ihnen, dass ich beichten will. Ihr habt gehört, er will beichten. Dann soll er beichten. Allein und ohne Zeugen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Gott vergib mir. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Oremus. Wir sind noch mitten im Gebet. Nein! 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 Oh. Ihr seid voll recht erschrocken, Bruder Kapuziner. Aber warum denn? Ihr habt doch geradeweg ein herrliches Martyrium mit eigenen Augen angesehen. Warum habt ihr den alten Mann ermordet? Ihr wollt diese Hinrichtung doch nicht etwa Mord nennen. Der Statthalter des Herrn hat seinen Tod befohlen. Die Gründe wisst ihr ja. Ihr habt ihm doch die Beichte abgenommen. Er war unschuldig. Genauso unschuldig wie ihr. Den sie schon überall im Lande ihr Santo nennen. Ich bin kein Heiliger. Bei Gott ist die Wahrheit. Aber du möchtest es gern, nicht wahr? Du strebst nach höheren Ehren. Nach Mitra und Grab. Oder gar nach der Tiara. Erleichtere dein Gewissen, Bruder Kapuziner. Lass mich in dein Herz schauen. Ich habe euch nichts zu offenbaren. Man wird sehen. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Er wird ein Wunder vollbringen. Ein Wunder? Un grande miracolo. Ma che tipo di miracolo? Er wird die Kranken heilen, die Blinden werden sehen, die Lahmen laufen. Der Himmel wird sich öffnen und der Tau des Glücks wird herniedersinken. Es wird eure Nacht. Come successo il miracolo? Im alten Kloster bei den Dominikanern. Der Bruder Kapuziner hat den Wunsch zu beichten. Wir hören. Was hattest du für Pläne? Ach, alte Büchen. Du hast den Pöbel aufgehetzt. Du willst den Statthalter des Herrn beschämen. Ich habe nichts getan. Der Gedanke ist die Tat. Was hast du gedacht, ihr Santo? Da unten!
sich gleich ereignen. Ja, da wären wir nun. Du überquerst den Fluss und ich bleib auf dieser Seite. Warum kommst du nicht mit mir? Du würdest im Kloster Arbeit finden. Und Ruhe. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat. Wenn ich wüsste, wo ich hin will, dann wäre ich ja kein Narr mehr. Und wenn ich kein Narr mehr sein kann, Medardus, was bin ich dann? Und jetzt bitte geh. In Gottes Namen geh. Geh schnell, dass es nicht zu lange dauert. Und dreh dich nicht um. Ich bin zurückgekommen, um meine Buße zu vollenden. Ich begebe mich in eure Obhut, ehrwürdiger Herr, und erwarte die Strafe, die mir zusteht. Ich weiß, was dich bedrückt, aber der Himmel meint es gut mit dir. Steh auf, mein Sohn. Ihr zürnt mir nicht? Nicht mehr. Begleite mich. Kennst du ihn? Graf Victorin. Vor 3 Tagen klopfte er an die Klosterpforte und gab sich für den Mönch Medardus aus. Es ist gewiss, dass ihr die Söhne eines Vaters seid, der seine Kinder in Schmach und Sünde gezeugt hat. Graf Victorin ist dein Bruder Medardus, das Werkzeug einer dunklen Macht, die in dein Leben eingriff. Wie zum Spiel. So viel Aufhebens. Um eine Menschenseele. Um jede Menschenseele. Der Teufel ist noch immer unterwegs und bietet den Menschen seine Elixiere dar. Aber auch darin offenbart sich die Macht des Herrn, dass auf der Erde das sittliche Prinzip erst durch das Böse bedingt wird. Ich weiß, zu dir darf ich so sprechen, Medardus. Denn du verstehst mich. Ich habe nichts gewusst von einem Bruder. Was bedeuten die Blumen? Die vielen Rosen? Eine Jungfrau wird aufgenommen in die Gemeinschaft der Zisterzienser-Schwestern. Sie heißt Aurelie und wird den Namen Rosalia tragen. Aurelie. Ja, Aurelie.
Ich weiß, dass du sie geliebt hast. Was verlangen Sie? Die Barmherzigkeit Gottes und des Ordens. Lasset uns beten zu unserem Herrn für diese seine Dienerin, damit er ihr, die an Aussehen verändert wird, durch sein machtvolles Wirken Wachstum an Tugend verleiht und ihr das Licht der ewigen Herrlichkeit eingeben. Hol dir meine Prinzessin rauf! Die Prinzessin ist meine Braut! Meine Braut! Ich habe meine Prinzessin gewonnen! Medardus, Bruder Medardus. Habt ihr ihn eben gesehen? Er hat etwas Sonderbares gesagt. Etwas sehr Beruhigendes. Hörst du mich? Was hat er gesagt?
und Ruhe unserem Bruder Medardus. Der Herr des Himmels lasse ihn dereinst fröhlich auferstehen. Er ist fromm gestorben. Sie haben ihn gut gekannt. Demnach? Ich habe ihn geliebt. Wenn das Wort erlaubt ist. Die Leute erzählen sich, dass ihn der Teufel geholt hat. Glauben Sie an den Teufel, mein Herr? Sie tun mir weh. Verzeihung. Was heißt hier Verzeihung? Ist Ihnen Marie-Antoinette ein Begriff? Als sie zum Schafott ging und dem Henker versehentlich auf den Fuß trat, wissen Sie, was sie da sagte? Pardon, Monsieur. Es geschah nicht mit Absicht. Wirklich nicht.